Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop, Freitag am 12. Oktober 2018. Freitag ist ein Venustag. Venus ist die Planet der Liebe. Eine weibliche Energie. Alles, was schön ist, wird zum Venus zugeordnet, wie Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, Harmonie und Frieden, auch kleines Glück, sogar die Selbstständigkeit wird auch zum Venus zugeordnet. Und diese Energie, diese Venus-Energie wirkt natürlich Freitag im Hintergrund. Das färbt etwas für den Tag. Es werden auch Veränderungen geben, ein Wechsel in verschiedenen Bereichen. Mehr Glanz und mehr Sichtbarkeit, eine tolle Auftreten, Erfolg wahrgenommen zu werden, ein Lob bekommen. Diese tolle Auftreten haben gerade die Jungfrau Geborenen, aber das ist auch eine gute Energie für die Stiergeborenen, auch für die Steinbock Geborenen. Es ist eine tolle Energie für die Skorpion Geborenen, für Krebs Geborenen, und auf diesem Auftreten, auf diesem prachtvollen Auftreten sollen die Fischengeborenen auch achten. Ein Lob, Anerkennung bekommen dann die Löwengeborenen, auch die Waagegeborenen. Und natürlich ist es sehr erfreulich auch, wo eine gewisse Unsicherheit da ist, gerade wenn es um das Auftreten geht. Das trifft die Wiedergeborenen und die Wassermanngeborenen. Und leider werden dann die Schützengeborenen und auch die Zwillingsgeborenen etwas übersehen momentan, oder sie haben zurzeit nicht diesen Erfolg, was sie erhoffen. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und hat eine zunehmende Mondphase. Es vermehrt sich etwas, es dehnt sich etwas aus, und dieser Mondhaus, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Dieses Mondhaus heißt Anuradha und das ist ein Bereich im Tierkreiszeichen Skorpion und hat einen Einfluss von einem Stern, von einem besonderen Stern. Und dieser Stern heißt Akrab und das ist die dritte Auge, das Skorpion. Und hier bei diesem dritten Auge ist natürlich die Hellsichtigkeit, die spirituellen Themen. Auch diese Mystik wird da angesprochen und genau diesen Themen vermittelt uns diese Mondenergie, diesem Mondhaus. Jupiter wechselt von Tierkreiszeichen Waage zu Tierkreiszeichen Skorpion. Ab heute bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Nicht wundern, die westliche Astrologie spricht schon längst von dieser Bewegung Jupiter in Skorpion. Aber ich muss immer wieder betonen, die indische Astrologie berechnet die Horoskope anders, weil die indische Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat, also andere Berechnungen. Und so berechnen aber auch die Astronomen. Deswegen vertrete ich eher die indische Astrologie. Das ist für mich viel präziser. Also Jupiter bewegt sich ab heute in Tierkreiszeichen Skorpion. Natürlich bringt mehr Glück und Chancen und Möglichkeiten, oder wird etwas vergrößert, vermehrt sich etwas. Und diese Energie wirkt sehr gut für die Skorpiongeborenen, für die Krebsgeborenen, für die Fischengeborenen, für die Jungfraugeborenen und für die Steinbockgeborenen. Einflüsse von außen, Unterstützung, Glück, diese Glückschancen haben aber auch die Waagegeborenen und auch die Schützengeborenen. Diese Energie spiegelt etwas für die Stiergeborenen, die sollen ihren Chancen nicht, sie sollen ihren Chancen wahrnehmen. Also wichtig ist, die Augen offen lassen und die Chancen, Möglichkeiten wahrnehmen in allen Lebensbereichen. Eine gewisse Unsicherheit
ist bei Wiedergeborenen und bei Zwillingsgeborenen. Und das ist nicht so günstig, diese Zeitqualität. Und oft erleben jetzt auch Ungerechtigkeit in nächster Zeit die Löwengeborenen und die Wassermanngeborenen. Immerhin, Jupiter vertritt auch die Gerechtigkeit oder zeigt einen Hinweis auf Ungerechtigkeit. Das kann natürlich auch passieren. Heute ist etwas in Bewegung. Nachrichten, Kommunikation, kleine Reise oder eine Einladung, ein Besuch von Nachbarn oder von Verwandten oder ein Fest, eine Veranstaltung, aber auch Schulungen, Wissen vermitteln, Wissen aneignen, da kommt einiges in Bewegung. Diese Energie vergrößert sich. Heute ist ein Venustag und Venus, wie ich schon sagte, ist die Planet der Liebe. Venus ist gerade rückläufig und bei dieser Rückläufigkeit sind es oft karmische Themen. Das ist Vergangenheit. Und diese Venus-Energie oder diese karmischen Themen aufarbeiten, das ist eine gute Energie oder gute Zeitqualität, gerade bei die Waagegeborenen, bei Wassermanngeborenen, bei Zwillingsgeborenen, bei Schützengeborenen und bei Löwengeborenen. Einflüsse von außen, was auf die Liebesleben wirkt, das erleben die Jungfraugeborenen und die Skorpiongeborenen. Dieses Thema Liebe, Partnerschaft sollen bewusst wahrnehmen die Wiedergeborenen. Unsicherheit in die Liebe, das haben die Fischengeborenen und die Stiergeborenen. Eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft oder karmischen Prozessen oder Dualseelenprozessen, das haben gerade die Krebsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jeden da, das ist nicht für jeden geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.